Willkommen zurück zu einer weiteren Runde TerraTech. So, ich habe jetzt nochmal hier in die Questen reingeschaut, die wir haben. Moment. Wir könnten ja eigentlich auch nochmal die... Achso. Ich hatte dich verankert, mein Kleiner. Wir können ja eigentlich nochmal hier in die Quest Launch gucken, ob wir da vielleicht noch was Neues haben. Slalom. Okay, 300 Metern in 12 Sekunden. Klingt einfach, aber die Strecke ist ganz schön kurvig. Also könnte es schwer werden. Gut, dann machen wir das auch nochmal. So, aber bevor wir das jetzt machen, gehen wir jetzt erstmal hier vorne hin. Mit Vollspeed. Zwar auf mich zu ärgern. Zerschieß dich. Kleiner, schneller. Und wendiger als du. So. Hier ist ja noch so ein ganz kleiner. So. Kostenfreie EP hier. So, dann gehen wir einmal hoch. Ich soll jetzt ihn hier ignorieren oder was? Yes. Oh. Okay. Jetzt kriegen wir so ein Hover-Ding auch geschenkt. Uiuiui. Was ist vorne, was ist hinten? Oh. Oh, wie süß. Piu, piu, piu. Okay. Boah, ist das schwer zu steuern. Boah. Wie kann ich landen? Gar nicht. Okay. Irgendwie muss ich doch landen können. Aktuelle Steuerung. Wir haben jetzt die Steuerung Hovercraft. Horizontal. Ach, die Pfeile. Damit kann ich hoch und runter fliegen. Propeller haben wir nicht. Booster. Okay, erstmal ausprobieren. So, mit dem Pfeiltast. Oh, ja, das. Jo. Das geht ja mal richtig gut. Gut. Ich hoffe, du bist artig und bleibst es. Ich fahre dich lieber doch noch mal ein Stück zurück. Komme ich noch da hinten ran? Ich hoffe. So, jetzt probiere ich es mal. Das ist reine Tastatursteuerung. Oh, ist das schwer. Ah, ich will immer an die Maus gehen. Hoch, hoch. Hoch. Ah. Nicht raus, nicht raus. Nein, 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 nein. Oh Mann. Also einfach ist das gar nicht. So, hoch. Nein, 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 nein.
Kann ich das Ding vielleicht ein bisschen umbauen? Piu, piu. Ich hoffe mal. Weil irgendwie habe ich nicht so wirklich Schub. Ich wüsste noch nicht mal, wie ich das Ding umbauen kann. Aha. Kann ich damit auch landen? Nee, landen nicht. Was sind denn das hier für Dinger? Ich hab's schon kaputt gemacht. So. Das sieht ja eigentlich aus wie Füße. Aber warum? Wenn das doch so wäre, dann habe ich doch viel mehr Steuergefühl. Aber ich sitze so ein bisschen nach vorne auf. Und wofür sind diese Klappen? Flug. Außergewöhnlich. Okay. Aber die Klappen bringen ja einen eigentlich auch nicht viel mehr, oder? Bringen die wirklich was? So, Future Radar. Was haben wir hier? Wetterstabilisierung. Ha. Könnte ich da nicht einfach mal... Nur mal so aus Gaudi. Ich will wissen, ob das klappt. Mir einfach mal ein bisschen mehr Schubkraft geben. Dann hier unten einfach mal... Zwei davon dran. Ich hau mich natürlich dann selbst K.O. Das war natürlich nicht so gut. Wir könnten ja hier vielleicht nochmal... Okay, dann habe ich zu viel Vorderseite. Ah, dass man das so krass ausjonglieren muss. Wenn ich den da hinsetze. Und hier nochmal so einen großen... Ui, jetzt fliege ich aber hoch. Also ich drücke jetzt eigentlich gerade gar nichts. Ich weiß nicht, warum ich ab und zu so ein bisschen hoppel. Gut, das heißt, die Dinger bringen mir überhaupt nichts gerade. Zum Glück habe ich immer so ein Ding noch dabei. Das ist ja dann kein Problem. Somit kriegen wir wenigstens wieder alles nach Hause. Also ich glaube, das sind einfache Stelzen. Aber das Gewicht aber mal ein bisschen mehr verteilen. Weil vorher hat das Ding ja nicht so wirklich geklappt. Hoppel ich jetzt immer noch? Nee. Okay, die bekämpfen sich da jetzt natürlich gegenseitig. Das ist natürlich ganz toll. Während wir hier Testungen durchführen. Kann ich hier nicht irgendwie... Ist das keine Waffe? Ah! Okay, das ist natürlich cool. Aber jetzt haben wir wieder nach vorne eine Seite. Hört sich auf jeden Fall schon mal ganz cool an. Jetzt haben wir eher nach vorne Schlagseite. Dann setze ich euch nochmal hier so mehr an die Seite ran. Dann kommen wir immer noch nicht gerade. Ja, das ganze Ding ist zwar okay, aber noch nicht so, wie ich es mir gerne vorstelle. Ich würde nicht so gerne so nach vorne gezogen werden. Das heißt, ich muss hinten mehr Gewicht hinpacken, aber auch nicht wieder zu viel, weil... Ja,
problematisch. Was haben wir denn hier noch in den Future-Blöcken drin? Wir haben hier noch ein paar Ecken. Oder Rundungen können wir es ja eher nennen. Können wir den ja ein bisschen abrunden. Ich finde cool, wie die Blöcke ineinander verschmelzen. Sieht mega nice aus. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Piepmatz. So, jetzt bin ich aber vorne immer noch zu schwer. Gewicht nach hinten. Kann ich das nicht... Moment, das packe ich mir mal kurz nach vorne. Obwohl, es lässt sich eigentlich gerade relativ gut steuern. Natürlich. Schnell einsammeln. Der macht mich doch alle. Und das ist eine ganz doofe Idee, den Booster zu benutzen. Irgendwie klappt das noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wir sind halt immer noch zu schwer. Lass ich den mal hier vorne dran. So. Kann ich die Booster eigentlich auch für Seite nutzen? So, um mich zu stabilisieren? Ist jetzt aber mal die Frage, was passiert, wenn ich die nach unten richte. Drückt es mich ein Stück nach unten. Hast du schon mal was? Ja, ich habe aber halt noch nicht so viele Hoverblöcke, dass ich sagen kann, okay, gut, ich kann das jetzt richtig gut nutzen. Weil die haben scheinbar eine komplett andere Stärke. Das war sowas von klar, dass das jetzt passiert. Richtet er sich so eigentlich... Okay, so richtet er sich nur nach vorne. Oh, den habe ich falsch rum. So. Okay, der schießt gerade nicht. Das ist eher ein Tanz als alles andere und ich kann mich nicht richtig bewegen. Also ich kann mich hier leider nicht... Wow. Also drehen tue ich mich recht fix. Bewegen tue ich mich irgendwie wie ein... Weiß ich nicht. Also ich verstehe noch nicht so richtig, wie die funktionieren. Wir haben aber auch immer noch zu wenig Hoverblöcke. Um wirklich sagen zu können, okay, gut, ich kriege das jetzt hier sehr leicht hin. Aber irgendwie, ich drehe mich zu oft. Und sobald ich halt irgendwie was berühre... Zappel ich eigentlich übertrieben rum. Gut, er fängt sich auch eigentlich immer wieder mal, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Gut, dann probieren wir es nochmal ganz anders aus. Mit zwei kam ich ja nicht klar. Ich baue mir jetzt mal vier von den großen Dingern an. Nee. Ja, so. Und hier mache ich dasselbe. Vielleicht desto mehr Stabilität.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe halt schon damit ein bisschen rumexperimentiert, aber... Na nun komm, jetzt mach ihn mir bitte da in die Ecke, wie ich ihn haben möchte. Ja. Wunderbar. So. Und so. Jetzt weiß ich, warum ich Schräglage habe. Weil ich den hier unten ja ein bisschen... ich glaube, ich habe eine Idee. Gut. Das Ding ist jetzt zwar dann nicht formschön, aber es soll ja jetzt erstmal fliegen können. So, das heißt, ich müsste dich so anbringen. Hoppala. Und so anbringen. So, und dann machen wir jetzt nur noch einmal so. Nein, falsch rum. Einmal drehen. Mal sehen, ob ich so mehr Stabilität bekomme im Hoverflug. Hier irgendeinen falsch rum? Nee. Okay, wir fliegen aber jetzt schon deutlich höher. Aber wir sind auf jeden Fall gerade. Okay, das klappt schon mal. Jetzt schauen wir nochmal hier, wenn wir Raketen daran setzen. Kann ich gut nach vorne sprinten. Muss aber trotzdem aufpassen. Machen wir mein Ding jetzt bloß nicht kaputt hier. Dann kriege ich aber einen traurigen... Hör auf mich zu schießen. So. Gut, jetzt fliegen wir aber dank dem Geocorp deutlich höher. Das ist so schwer zu steuern. So, und zwischendrin klappen sich sogar unsere Füße ein. Das sieht einfach cool aus. Also ich mag die Better Future Blöcke schon sehr. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Dürfen wir jetzt noch nicht starten? Irgendwie... Ah, jetzt darf ich starten. Oder dürfen wir es jetzt nicht, weil ich jetzt an dem Ding rumgeschraubt habe? Sag mir jetzt nicht, dass es jetzt an den Rumschraubeaktionen hängt. Und ich hätte das mit dem Standardding irgendwie schaffen müssen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir jetzt die Geocorp Truster mit dran haben. Das ist natürlich doof. Gut, dann mache ich die Truster nochmal ab. Dann probiere ich es jetzt nur nochmal mit den hier. So. Vielleicht reicht das ja auch schon aus. So. Und so. Hä? Jetzt darf ich überhaupt nicht hier dran teilnehmen, oder was? So, jetzt einfach nur geradeaus fliegen. Aber sobald ich das Ding betrete, sagt er nein. Mädchen, was ist mit dir los? Irgendwie stimmt hier doch was nicht. Oder liegt es jetzt, weil ich das Inventar noch auf habe? Rein unwahrscheinlich. Erstmal die Truster wieder einsammeln. So, jetzt mache ich das Inventar zu. Und let's go.
Oder ist es, weil der da auf dem Präsentierteller steht? Na, treffen tue ich ihn so gut wie gar nicht. Ich glaube, ich hätte die Dinger eher unten anbringen sollen oder so. Irgendwie treffe ich ihn kaum. Bis gar nicht. Jetzt treffe ich ihn. Ja, kriegen wir dich kaputt? Oder sammeln deine Schilde jetzt alles auf? Der wackelt auch nur so komisch rum. Und macht, tut er jetzt eigentlich auch nichts. Weißt du was? Machen wir mal kurz anders. Okay. Da ist mir das Spiel abgeschmiert. Gut, dann machen wir jetzt an der Stelle erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.